Hey, hey, hey und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Episode der Pokémon Schwarz Ecklock hier auf meinem Kanal. Ja, letztes Mal ist ein bisschen lang her, aber da haben wir auf jeden Fall die Elektrolythöhle durchstöbert. Wir sind der Flugarena-Leiterin in dem Turm hier begegnet, der hieß folgendermaßen... Turm des Himmels, sind wir im Turm des Himmels begegnet und heute werden wir auf jeden Fall die Arena meistern, denke ich mal. Es hat natürlich ein bisschen lang gedauert, bis ich die Folge aufgenommen und hochgeladen habe, das ist klar. Das lag ein bisschen an dieser Demotivation, so gegen Ende von Gen 7 sowas zu machen. Aber jetzt, und natürlich zusätzlich noch, dass mein PC irgendwie Probleme hatte, das immer aufzunehmen. Bei der letzten Folge habe ich das mehrfach versucht, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Das ist ganz komisch. Mein PC reagiert irgendwie bei einer normalen Capture Card mit der Switch richtig gut. Aber wenn ich was auf einem 3DS-Emulator aufnehmen will, völliges Problem. Weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Aber ich habe es ein bisschen gefixt bekommen, vielleicht deswegen die Qualität auch ein bisschen lower als sonst, aber das spielt ja keine Rolle. Ja, ich zeige euch erstmal, was ich so gemacht habe. Ich habe auf jeden Fall meine Mons ein bisschen gegrindet auf Level 40. Ich habe gar keine Ahnung, auf welchem Level die Arena-Leiterin ist. Das werden wir dann sehen. Aber ich dachte, so 40 wäre ganz gut. Wir haben hier einmal Lucky 8. Unser Ledian mit den Attacken Schwertglanz, Powerpunch, Delegator und Aero-Ass. Dann als nächstes haben wir unser Nakajima mit Attacken Zornklinge, Kaltklinge, Vergeltung und Nachthieb. Trägt dazu die Scope-Linse für die Crits. Dann haben wir Sir Snacko, unser Arbok mit Attacken Eisenschweif, Tiefschlag, Giftblick, Giftzahn. Trägt dazu den Giftschleim und dann natürlich den Bedroher, der uns gegen physische Monster vielleicht mal ein bisschen helfen kann. Weiß ich nicht. Up next haben wir Dwayne, unser Mogelbaum mit Attacken Fluch, Steinhagel, Steinkante, Fußkrieg. Trägt dazu die Großlinse, damit er auch schön seine Steinhagel nicht misst oder seine Steinkanten. Als nächstes haben wir Grantl, unser spezialoffensives Wahlglas, Siberio mit Attacken Eisstrahl, Blizzard, Surfer und Lake. Und zu guter Letzt haben wir Heatness, unser Heatmore mit Attacken Fluch, Body Slam, Tiefschlag und Käferbiss. Ja, wie gesagt, heute geht's gegen die Arena ran. Da laufen wir jetzt auch hin, hoffen, dass wir vielleicht dem einen oder anderen Trainer noch nicht begegnet sind. Ich habe hier viel geskippt. Kann man schon mal sagen. Ariados. Falls ich mich ein bisschen verschnupft anhöre, ich bin noch ein bisschen krank, aber ich wollte die Aufnahme auf jeden Fall machen, deswegen, ja, klinge ich dann wahrscheinlich sehr nasal, aber denke mal, das macht nicht sonderlich viel aus. Ich setze mal den Supertrank hier ein. Das Ariano sollte uns nichts können. Also ich hoffe es. Okay, Tiefschlag. Ja, das ist perfekt. Ein bisschen Überreste Recovery, man kennt ihn. Genesung Überreste spielt man noch gerne. Null. Ja, Tiefschlag sollte nicht allzu viel Schaden machen. Ich hätte hier auch subben können tatsächlich, aber... Wär jetzt nicht so nötig gewesen. Man kann es ja, man kann es auch übertreiben. Okay. Jo. Ah, ich mag die Überreste auf Ledian, muss ich sagen. Das ist cool. Ja, komm, wir gehen Dwayne. Ich glaube, der lässt mich nicht sammeln. Ich glaube, der hat viele Angriffe. Und der könnte Walzer haben. Da wollen wir Ledian nicht drin lassen. Man hätte natürlich einmal testen können, was er macht, aber ey. Okay, wir werden es nie erfahren. weil Dwayne einfach Work macht. Ambidiffle, ja, da können wir eigentlich drin bleiben. Können wir eigentlich auch wieder. Komm, wir sind einfach greedy und setzen die Steinkante ein. Wollte gerade sagen, wir haben noch die Sturdy, aber das haben wir nicht. ja. Komm, die Steinkante sollte reichen. Ja, Mann. Ist halt Dwayne, Alter. Dwayne The Rock macht einfach alle platt. So. Cool. Eine Wildbierbeere. Ja. Okay. Ja, gut, dann. Ich glaube, der. Wow. Also, heute ist aber auch echt. Entkommen wir gar nichts. Ich werde, die Trainerin lässt uns auch nicht in Ruhe. Ich wette, die dreht sich gerade in dem Moment um, wo ich hier rausgehe. So. Gegen den muss ich ja schon gekämpft haben, ne? Ja.
So. So. So, Encounter haben wir schon alle. Und jetzt Arena-Kampf. Ich hoffe, Level 40 reicht halt wirklich. Wenn nicht, könnte es natürlich ein bisschen ärgerlich werden später. Wir gucken mal, was hast du denn so in der TM-Abteilung? Feuerfeger, Nietenranke, Grasflöte und Lehmsula. Komm, ich nehme mal Feuerfeger. Vielleicht kann das ja unser Phonifraß. Das wäre richtig geil. Komm, Phonifraß, komm. Du kannst das. Ich glaube an dich. Du kannst das. Du kannst das lernen. Komm. Nein! Aber Nakajima kann das. Das wäre bestimmt auch eine gute Coverage. Feuer gegen die ganzen Pflanzen-Pokémon. Kann er Zornklinge weglassen. Mann! Wenn Phonifraß das könnte, wäre so gut. Ja, und Siberio braucht das nicht. Aber vielleicht... Warte, soll ich mir noch Nietenranke holen? Will ich das Geld wirklich dafür nutzen? Ich weiß es nicht. Ich will mir vielleicht sogar lieber Supertränke holen. 50.000. Nee, ich will das nicht. Das ist sehr viel Geld. Wie viel kann ich höchstens? 47. Ja, ich glaube 15 reicht. Wir haben ja noch 14 Supertränke. Brauchen wir einen Hyperheiler? Komm, wir nehmen so 5 Hyperheiler mit. Brauchen wir einen Superschutz? Können auch ein bisschen Superschutz mitnehmen. Nehmen wir mal so 15 Superschutz mit. Und das soll's eigentlich. Überbälle habe ich keine, Superbälle habe ich 9. Superbälle habe ich 19. Nehmen wir nochmal 10 Superbälle mit. So. Gibt's noch was, das wir verkaufen können? Müssen wir auch nochmal gucken. Die kann ich alle nicht. Protein könnte ich verkaufen. Ja, will ich das? Nein. Haben wir hier irgendwelche Sachen, die man gut verkaufen kann? Duftpilz. Ja, stimmt, die kaufen die Dinger nicht. Och, Mann. Terminal Hack Attack. Nugget. Da, 2 Nuggets. Die kann man verkaufen. Lachsrauch. Ja, komm. Ich benutze keinen Lachsrauch. Rosenrauch. Ja, kann man behalten. 2v2 kriegen wir einen Grass-Type. Wäre ganz gut. Ja, Heißorb, keine Ahnung. Ja, ich glaube, das sollte auf jeden Fall... Ich bin ganz guter Dinge. Das sollte klappen. Habe ich geheilt? Ich glaube nicht, ne? Ja, warte mal. Wäre, glaube ich, gut, wenn wir uns heilen. Dann haben wir auch keine Probleme, Mr. Thaddeus. So. Ich hoffe halt echt, dass wir nicht unterlevelt sind. Also... Das wäre natürlich das Doofste. Ich will auch nicht unbedingt mit Lady anliegen, wenn die Ellie sein darf. Wir lehnen mal mit Sir Snacko, weil der hat halt immer den Bedroher. Ja. Ich wollte gerade sagen, gegen Grass-Types bin ich dann doof mit dem Lied, aber das stimmt gar nicht. Gegen spezielle Grass-Types. Oh, warte mal. Guido, ey. Danke, Guido. Auf Guido ist immer Verlass. Das hier bleibt unter uns versprochen. Wusstest du, dass Flug-Pokémon überraschend anfällig gegen Attacken vom Typ Gestein, Elektro und Eis sind? Wenn du Attacken vom Pokémon dieser Typen einsetzt, rückt dein Sieg in greifbare Nähe. Ach ja, in dieser Arena kommst du übrigens so weiter, indem du in Kanone hineinkriegst. Du kannst aus vielen Richtungen klettern. Ich wünschte, es wäre eine Flug-Arena, ey. Dann hätte ich gleich 2 Pokémon, die übelst rasieren. Aber das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Leider. Okay. Ja, ich glaube, ich muss da und dann da, ne? Oder? Nee. Das war, glaube ich... Nee, doch, ist schon richtig. Und dann kämpfen wir mal gegen diesen Boy. Okay, was hast du, mein guter Arbeiter Cooper? Elektroball. Ha.
Gut, dass ich den Lied gewählt habe. Level 36, ich glaube, da ist 40 gar nicht so bad. Kann das Explosion? Ich weiß es nicht. Setz mir Giftzahn ein. Ja. Elektroball. Wie viel macht das? Wie viel macht das? Das macht gar nichts. Okay. Das ist fein. Das macht hingegen ziemlich viel. Also, Tiefschlag reicht nicht, oder? Ach, ich probier's aus. No risk, no fun. Geil. Nicht so geil. Nicht so geil. Ah ja, der Giftschleim. Serapendra. Ah. Ja, wir haben Dwayne mit Sturdy. Also, die Robustheit hilft uns da. Robustheit Mogelbaum hilft da. So, wie viele Steinkanten wollen wir missen, Sir? Giftschocker sollte eigentlich nicht so viel machen, oder? 9 KP, Alter. Naja. Steinkante! Oh, Alter, die hat schon richtig guten Damage gemacht. Muss man schon sagen, du. Ich hoffe, jetzt wiederum nicht zu hoch. Ich weiß nicht, in dem Turm gab es Leute, die hatten Monster auf 38. Da dachte ich, die Leute in der Arena wären jetzt auch nochmal so 38, 39 und vielleicht sogar 40. Also. So ein Grund, warum ich jetzt auf 40 bin. Hätte jetzt gedacht, dass die Arena-Leiterin dann später auf Level, was weiß ich, 42 ihr höchstes oder 43. Pilot Patrick mit Velsa. Yo, das ist nicht so ein geiler Lied. Überhaupt nicht. Aber ich kann, glaube ich, in Atmorei gehen. Ich glaube, das ist kein Drawback. Sir Snacko. Das ist unser Lando T sozusagen. Wir leaden damit. Aber U-Turn nicht, aber wir leaden mit Bedroher. Lol. Bringt uns nichts, denn er setzt Aquavelle ein. Aber. Es resistet, das macht nicht viel. Ja, es macht nicht viel. Aber es verwirrt natürlich. Das ist, also die hexen mich schon ein bisschen, ne? Komm durch. War ja klar, 50% und so. Erholung, ja, wow, okay. Nakajima, danke. Komm, du hast eine Scope-Linse, du crittest das jetzt. Okay, den Verteidigungsdrop nehmen wir auch. Geil. So will ich das sehen. So will ich das sehen und nicht anders. Okay. Schlappohr. Oh, können wir aber mal drin bleiben. Ja, wir gehen trotzdem auf die Kalklinge, auch wenn wir Vergeltung haben. Ja, gut, okay. Wahnsinnig egal. Hätte nicht gedacht, dass er uns unbedingt outspeedet, aber ja. Irrschlag, bitte keine Verwirrung. Danke. Und boom. Okay. War das notwendig, Sir? Ich glaube, das war falsch. Ha. Glurak, yo, alles klar. Aber gut, wir haben Mogelbaum. Und der Junge kommt mir jetzt nicht mit Solarstrahl. Das kannst du mir erzählen. Vor allem der Computer nicht, also. Das kannst du mir nicht erzählen. Grimasse, ja. Cool. Ist an sich egal. So, Steinhagel kommt. Gucken wir mal, wie viel er macht. Feuerzahn. Er macht gar nichts. Kein Burn. Rockslide trifft. Sehr gut. Der tötet. Der tötet auf jeden Fall. Oh, wir sind sogar Level 41 schon mit Dwayne. Ja, das ist nice. Ich brauche ehrlich gesagt nicht dreimal Tiefschlag im Team. Knogga, ja, okay. Komm, Grantl. Der kriegt das hin. Wildglass Surfer, der macht schon genug. Okay, was heißt, ja, ich kann ja auch Eisstrahl drücken, Step. Irgendwie hatte ich nämlich den Stahltypen im Kopf, warum auch immer. Aber Blizzard müssen wir jetzt nicht auf die Misses gehen. Ja, Specs Eisstrahl reicht auch.
Das ist okay. Cool. Bin ich wirklich so falsch? So rum. Doch, ich kann so rum, lol. Okay. Habe ich mich wohl selbst verwirrt. Ha. Okay. Anscheinend machen wir die Trainer alle hier so ein bisschen rundherum fertig. Das ist auch vollkommen fein. Ja, Dwayne ist der Albtraum jeder aller Feuer-Pokémon. Ich kann nur mein Ledian nicht so nutzen, muss ich gestehen. Der ist da nicht so in einem guten Matchup. Bräuchte da so ein Feuerwirbel? Ja, das ist ein bisschen nervig. Das ist gar Crit. Ja, Feuerwirbel ist ein bisschen nervig, aber hey. Oh, Bodycheck. Okay. Ja, passt. Steinhagel kommt, Steinhagel trifft, Steinhagel killt. Würde ich schätzen. Yep. So. Also wir sind anscheinend komplett falsch. Nee, wir müssen einfach einmal zurück und einmal... Ah, okay. Ja, müssen gegen den noch. Wir müssen basically gegen jeden Trainer hier kämpfen. Also, ja. Egal. Dann, ich glaube, wir sind trotzdem gut bei der Zeit im Endeffekt. Ja, Radikal, da können wir auch drin bleiben. Wird zwar paratastisch nervig, aber hey. So, Giftzahn, go. Superzahn, jo, das ist nervig. Das ist nervig. Parax ist auch nervig. Komm, wir gehen trotzdem... Ah, wir gehen Dwayne. Ja, komm. Wir gehen in den... Ja, Superzahn ist okay. Dann stelle ich mich vor, Superzahn-Crits könnten einfach von Insta töten, ey. Ich glaube, ich heile mal für den Fall, dass da irgendwie so ein Random-Move kommt. Wir wollen Dwayne ja auch eigentlich nicht verlieren. Ich heile den mal so ein bisschen. Gucken wir mal, hätte Knirscher gekillt. Nicht mal im entferntesten 8-Uhr-Alarm. Ja, Fuß gekreicht. Crit, ja. Ich wollte gerade sagen. Aber ich war out of range vom Crit, deswegen habe ich da jetzt nicht großartig trotz Drop geheilt. Also, ja. So. Alright. Okay. Und wir sind da. Aua. Cool. Als ob ich jetzt noch klar denken kann für einen Arena-Kampf. Danke. Danke für alles. Danke für alles. Komm, wir... Ne, wir nutzen mal... die ganzen Supertränke. Paraheiler. So. Und damit sind wir auch schon bei der Arena-Leiterin. Wir leaden mit... Ja, komm, Sir Snacko ist schon okay. Der kann halt mit Rohr. Ich hab dich schon erwartet. Na, wie ist dir das Spezialtraining mit den Kanonen gekommen? Immerhin sind sie der ganze stolze Arena von Panaero City. Hoffentlich hast du Lust auf mehr, denn jetzt widme ich mich dir ganz alleine. Boah, Regen. Jo, schauen wir mal, was sie für Pokémon hat. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ein bisschen Angst. Leiterin Geraldine hat einen Damirplex. Wir tauschen mit Rohr aus, habe ich gehört. Auf Level 37. Jo, dann bin ich vielleicht doch ein bisschen overlevelt.
Ja, ich weiß nicht. Im Turm waren die halt auf 38 und 39 zum Teil. Da dachte ich, sie wäre irgendwie auf 40. Ich hab da jetzt nicht... Ha. Wir gehen mal erstmal auf so einen Giftzahn, gucken, was sie macht. Und kriegen instant die Toxic. Yo. Rast mal komplett aus. Ha. Ich glaube, ich bleib auf Giftzahn. Bodycheck. Ja, okay. Gedankengut Bodycheck. Das ist ein sehr gutes Strat, habe ich gehört. Die Frage ist, hat sie Top-Genesung? Ich gehe trotzdem auf den Giftzahn. Hypertrank, das ist okay. Toxic Stalling mit unserem Arbok. Kann man auch mal machen. Aber wir müssen jetzt hier nichts riskieren, also. Können ja einfach straight up für den Giftzahn gehen. Kung-Fu-Strahl kommt. Ich glaube, der mattert nicht so unbedingt. Wir können rausswitchen und sie hat auf jeden Fall. Also jetzt Kung-Fu-Strahl, Gedankengut, Bodycheck. Ja, es muss jetzt nicht um das Beste der Welt. Ich gehe einfach mal in Dwayne. Wir haben auch Robustheit. Der gilt ja ab der Gen. Okay. Sag mal, naja, egal. Ey, Adam Sandler will aber hier, will es aber jetzt wissen. Adam Sandler will es aber wissen. Ich weiß schon, wie meine Thumbnail aussieht. Komm durch. Danke. So. Ich weiß schon ganz genau, wie meine Thumbnail aussieht. Ihr auch. Ihr habt sie gesehen. Kleopatra. Ja, ich weiß nicht, mit der Verwirrung nervt das schon ein bisschen. Ja, komm. Im Zweifelsfall einfach die Vergeltung drauf und gut ist. Guck mal, das ist auf 39 jetzt. Ist das ihr höchstes, die Frage? Oh, die will's aber jetzt wissen. Die will's aber jetzt wissen. Die setupt sich aber auch die ganze Zeit, du. Wie viel macht das? Oh, guten Schaden. Er geht auf Keilklinge. Verhöhner, yo. Ja, sie hat echt ganz, 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 ganz merkwürdige Sets durch die Levelaufstiege. Verhöhner Clownwetzer. Oder der RNG ist halt ein bisschen kaputt im Kopf. Ah, da bleiben wir aber drin, du. Ja, ihr höchstens auf 39. Ja, ich hätte nicht auf Level 40 grinden dürfen. Nope. Hätte ich nicht ahnen können. Aber egal. Easy peasy lemon squeezy. Nice. Okay. Vielen Dank, durch den Kampf mit dir bin ich stärker geworden. Ja, du sollst vielleicht mal eine bessere Feuerattacke auf deinem Voluna draufklatschen. Du bist ein einmaliger Pokémon-Trainer. Meine Pokémon und ich hatten schon lange nicht mehr solch ein packendes Gefecht. Wir sind jetzt noch völlig aus dem Häuschen vor Glück. Hier hast du den offiziellen Orden der Pokémon-Liga. Hoffentlich steht er dir. Ja, bestimmt. Wir können das auch. Hoppala, das wollte ich eben nicht. Das wollte ich. Yay, jetzt haben wir noch zwei Orden, die wir noch machen müssen. Krass. Das ist ja kaum zu glauben. Bei all den Orden, die du ergattern konntest, gehorchen dir nun sämtliche Pokémon bei Level 70. Und als Zeichen meines Dankes für den grandiosen Kampf eben möchte ich dir diese technische Maschine geben. Yo, alles klar. Die brauche ich ja sowas von gar nicht, Alter. Holy shit. Mein Geschenk, Rundumschutz, ist eine etwas komplizierte Attacke, die eine große Entwicklung entfalten kann, wenn Pokémon... mit Spread Moves angreifen. Haha. Gleich dadurch den Nachteil von Pokémon aus, die von Spread Moves gut gehittet werden. Oder so ähnlich. Ach, was ich noch sagen wollte. Als ich neulich über den Wendelberg von der Wario City geflogen bin, glaubte ich aus der Luft, die Schurken von, wie war noch gleich der Name? Ach ja, Team Plasma ausgemacht zu haben. Sie bewegten sich auf die Stadt zu. Okay.
bevor wir dann zu den Team Plasma Leuten gehen, würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Habt noch einen schönen Nachmittag, Abend, Tag und natürlich ein nices Live. Macht's gut.